Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 5 mit Paxis. Wir befinden uns mitten in der Action, mitten im FBI-Gebäude. Es brennt. Ich habe brennende Augen. Ich bekomme keine Luft. Ich sterbe gleich. Nee, Quatsch. Ich habe, glaube ich, einen Helm auf. Was? Doch, meine Augen tränen und brennen. Ich habe nämlich nichts zum Schutz vor den Augen, sondern nur Sauerstoff am Mund. Aber was ist denn das? Ich meine. Das muss doch brennen und wehtun in den Augen. Das verstehe ich nicht so richtig. Hier ist da auch gar kein Rauch. Warum brauchen wir denn überhaupt da eine Maske? Okay, ein bisschen Rauch scheint zu sein, aber. Ach, keine Ahnung. 53. Das ist auf jeden Fall ein gutes Training. Hol dir das Laufwerk. Schön, wie ich als einziger hinterherhänge und mal gar nichts mache. Bin echt gespannt, ob das zu einer Ballerei kommt, aber eigentlich dürfte es nicht zu einer Ballerei kommen. Wer es kommt zu einer Ballerei? The door's locked. Yeah. I need you to fit a bomb and open it up. Wie mache ich das? Also ich habe keinen ausgewählten ich habe keinen Sprengsatz. Wie denn? Wie denn? Rig it up. Come on, man. Oh, ich weiß nicht wie. Wie kann ich denn bei Waffen zwischen den einzelnen Sachen wechseln? Oh. Tastaturbelegung. Ich will halt keine Granate hinwerfen, das macht ja irgendwie nicht so viel Sinn. Ich habe auf Garantie noch C4 mit, aber ich kann nicht mit Waffe zielen, Entdeckung gegen Granate werfen, leichter Nahkampf, harter Nahkampf, Waffe abfeuern, nachladen, Waffenmodifikation umschalten, leicht auf E. Passiert gar nichts. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich auf Michael wechseln. Nee. Hit the door. Removable drive and the server stack on the far wall. Hey, we got the containment drive. Come on. It's collapsing. On me. We gotta move. If we survive this, es ist halt ein blöder Alarm losgegangen. Vielleicht gibt es da noch eine Ballerei. Ja, da reichen mir auch die zwei Typen. Folge deiner Crew. Okay, ready up. Der tut? Franklin, see if you can get Welsh up on his feet. Ah, shit, man, he's dead. He's dead. We can't take a corpse through this inferno. We gotta leave him. Let's go. I'm playing my own scores from now on. Naja, einer weniger da Geld kostet. Zum Glück war es keiner von den guten Leuten. Weniger Kohle, die wir bezahlen müssen. Aber schade ist es schon. Aber wir können ja nichts dafür. Ich seh gar nichts. What you screwing me for? Fast tot. Ich seh nix. You fools should be at home. Just get out of here.
Wir müssen doch total krank sein bei dem scheiß Feuer, was hier läuft. Noch Stress machen und versuchen, jemanden abzuknallen. Ich sehe halt nichts hier. Kopfschüsse kann man echt vergessen. Ich nehme auch nur die Handfeuerwaffe, weil es einfach logischer ist, dass ich jetzt damit rumrenne und nicht mit irgendeiner krassen Waffe, die mir Geschwindigkeit nimmt. Fuck, man. What you screwing with me for? You fools should be at home. Stay dumb, man. I'm coming to find you. Awesome job. Hurry up. I'm on 50. Jetzt müssen wir echt die ganzen Stockwerke einzeln runterrennen. Oh, fuck, muss ich lang. Hä? There he is. Hey, we're going up this rubble. On me. Oh Gott, da muss doch total heiß sein, wenn es unten drunter brennt. Lauf mal durch Feuer, aber okay, das ist realistisch. Feuerwehrklamotten halten natürlich ziemlich viel ab, das heißt, die brennen natürlich nicht gleich an. Ich glaube, bis 500 Grad feuerfest oder so. Vielleicht haben wir ja in den Zuschauern einen bei der Feuerwehr oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, der uns das genau erklären kann. Zum Glück können die alle klettern. Das ist aber direkt verflucht schnell. Geile Einstellung auf jeden Fall. Heil mich ja schon. Verlass das Gebäude und begib dich zum Feuerwehrwagen. Kommt dann auch irgendwann die echte Feuerwehr? More fire trucks will be here in a minute. We tried our best in there. Wie realistisch, ne? Oder wie logisch, dass dann das Feuerwehrauto einfach mal wegfährt. Gut. Daryl Johns auf 25% verbessert. Sehr schön. Begib dich zum Fluchtpunkt. Oh, der ist nicht mal einen Kilometer weg. Also durch Zufall haben wir einen ganz guten Punkt gewählt. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. I just don't wanna run into something. Man, y'all don't wanna run into Trevor, bro. Hey, buddy. That's who you don't wanna run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? Wir sind schon lange da. Ich wollte nur zu Ende anhören, was ihr so zu erzählen habt. That's great. Good for you. Zerstöre den Feuerwehrwagen. Ich habe nur Angst, dass unser Fahrzeug zu nah dran steht. Genau oben drauf liegen geblieben. Sehr nice. Da haben wir noch ein schön sprittiges
Fluchtfahrzeug gefunden. Das ist geil. Now that we're clear, I can probably tell you people. I didn't think we were gonna make it out of there. One of us didn't. We lost a dude, man. Oh, yeah, shit. There's a word for it, isn't there? What is it? Oh, yeah, Darwinism. Oh, that could have been any of us. It's just luck it wasn't you. It wasn't luck that saved me. It was brains. Oh, man. All right, man, if that's what you think. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately, Hugh wasn't really cut out for this work, man. His mind was on other things. Why you say that? Man, he told me he was writing a screenplay. Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? Well, you forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the Bureau and we produce his picture? There's some free press. They call that, pre-awareness. Yeah, all right, man. Sure. How very fine would. Als wir das letzte Mal ein Fluchtfahrzeug hatten, war das ein totales Kackfahrzeug auf jeden Fall. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir dieses Mal ein anständiges haben. Wäre natürlich lustig gewesen, wenn wir das vorher noch getuned hätten, aber wir wollen es mal nicht übertreiben, das Fahrzeug sehen wir sowieso nie wieder. Und wir müssen damit ja auch nicht wegrennen, wollte ich gerade sagen. Wir müssen damit ja auch nicht entkommen, sondern einfach ganz gechillt zu Leicester fahren, da uns glücklicherweise überhaupt niemand verfolgt hat. Hey, ja, place up here. Genau, er hat ja hier gewohnt. Ganz am Anfang, als wir, glaube ich, das erste Mal zugekommen sind, hat man das ja gesehen, dass er hier in dieser Scheißgegend lebt. Yeah, it was my pleasure. Well. I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking ain't right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that! Hey. Ow, 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 ow! Oh. Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. One way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Enjoy the incest juice. Genieße die Inzest. Genieße den Inzestsaft. Also ich weiß nicht so richtig, was ihr darunter versteht, aber wenn zu mir jemand sagt, genieße den Inzestsaft, dann verstehe ich da was anderes drunter als irgendwelcher selbstgebrannter Whisky oder so. Naja, ich genieße ihn auf jeden Fall nicht. FBI-Budget, 331.000, Michaels Anteil 0, Franklins 237, Leicester 39, Crewanteil 19, Kosten für Verwundungen 34.000, Missionszeit. Außer Artem, du hast... Was ist denn mit dem Bein unten links los? Guck mal auf das Bein unten links von Michael. Das dreht gerade ein bisschen durch. Er hat gerade leichte Zuckungen. Eieiei. Sieht nicht gesund aus. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on. Done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb.
They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Hoffen wir mal, dass es kein Hinterhalt ist. War doch klar, dass die Geschichte nicht vorbei ist. Oh, weite Strecke. Da müssen wir vorher unseren Sportwagen auslösen, weil ich gehe davon aus, dass er sowieso wieder eingesammelt wurde. Er stand ja einfach irgendwo rum. Für $250, das können wir uns leisten. Wobei, wie gesagt, Franklin hat nicht mal mehr $100.000. Wobei, ach nee, jetzt hat er ja wieder Geld bekommen. Ich glaube 237.000 oder so. Also, er hat jetzt wieder ein bisschen Kohle. Geht also. Geil, steht hier einfach eine Nutte am... Oh mein Gott. Zwei Blocks von der Polizei entfernt steht natürlich eine Nutte am Straßenrand. Könnte natürlich sein, dass das hier in der Stadt legal ist. Weiß ich nicht. Fände ich aber merkwürdig. Ich glaube, Prostitution ist in einigen Staaten Amerikas verboten. Und wenn, dann sowieso nur in Puffs, gehe ich mal von aus. Erlaubt und nicht mitten so an der Straße. Keine Ahnung. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass mein Wagen entweder in meiner Garage steht oder bei mir zu Hause. Da das aber sowieso halb auf dem Weg liegt, können wir auch einfach nachschauen. Gar nichts passiert, Herr Polizist. Zwischenstopps kosten zwar Zeit, aber ihr seht, ich versuche einfach so oft wie möglich mit dem Auto zu fahren. Weil es einfach so geil ist. Und man weiß ja auch nicht, vielleicht ist die nächste Mission wieder eine, wo es fette Verfolgungsjagden gibt oder irgendwas krasses. Und dann freut man sich, wenn man sich die Mühe gemacht hat und sich wieder diesen coolen Wagen besorgt hat. Deswegen, man stelle sich vor, ich hätte mir die Mühe nicht gemacht, bevor ich zu Solomon gegangen bin und dann diese krasse Verfolgungsjagd auf dem Flughafen hatte. Da hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. Ich meine, ich würde jetzt logischerweise nicht dahin fahren und mir das Auto holen, wenn es ein totaler Umweg wäre. Das mache ich natürlich nicht, aber es liegt ja so halb auf dem Weg und ich denke, da geht das schon okay. Ich glaube ehrlich gesagt, er steht eher bei mir zu Hause in der Garage. Warum, weiß ich auch nicht, aber irgendwie gehe ich davon aus. Weil ich es eben schon mal in der Garage geparkt hatte. Ja, dieser LG RH8 ist wahrscheinlich das Standardfahrzeug von der Garage, was man automatisch dazu bekommt, wenn man die Garage kauft. Also anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Dann schauen wir jetzt eben auch noch zu Hause nach. Und dann fahren wir zu unserem Freund, in Anführungsstrichen. Ich gehe eigentlich davon aus und hoffe, dass das jetzt hier steht. Ah, da ist auch das Auto von unserer Frau. Weil es schon merkwürdig ist, dass das hier steht. Also, wenn sie schon das Verdeck nicht runter machen will, warum stellt sie nicht wenigstens hier drunter, damit es nicht nass wird? Weil so kann es ja reinregnen. Oh, fuck! Ich werde mit euch, der steht immer noch vor dem scheiß FBI-Gebäude. Was für ein Dreck! Nehme ich halt das Fahrzeug, das ist wenigstens schneller als der andere, weil das schon gepimpt ist. Oh, ey, das geht mir gerade auf den Sack.
Dann macht man sich so eine Mühe und dann wird man nicht belohnt. Naja, was soll's. Ich hoffe nur, es wird keine Mission, wo ich mich dann drüber ärgere, dass ich nicht dieses geile Fahrzeug habe. Oder wir klauen uns... Ach, nein, wir klauen uns keins. Ach, das ist das Pokéball-Fahrzeug. Geil. Das will ich jetzt doch haben. Hat auch schon individuelle Dingens. Hier ist Pokéball-Fahrzeuge. Fahrzeug, das sieht aus wie... Oh nein, nein! Ich wollte es gerade klauen! Was? Komm, 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 komm. Fuck, Mann! Pokéball-Fahrzeug, bleib hier! Das habe ich noch gar nicht gefahren in dem Spiel, fällt mir so auf. Und ein... Verdammt. Schöne Pokéball-Fahrzeug. Ach, Mann, Mann, Mann. Das gab's auch schon in den anderen Spielen. Naja, dann nehmen wir jetzt eben den hier. Ist auch ein schönes Wägelchen. Auch nicht so langsam. Ach, fuck, Mann. Ich wäre echt gerne mit dem Pokéball-Fahrzeug gefahren. Weil hinten nämlich die Rücklichter sehen aus wie ein Pokéball. Aus Pokémon, logischerweise. Der geht ja aber auch gerade gut ab. Scheint ja hier auch eine edle Gegend zu sein. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Ist das da oben ein Haus oder ist es wieder so eine Art Museum etc.? Ich glaube, davon fährt unser Fahrzeug nochmal. Nee, ist mal raus. Hier waren wir noch nicht, denke ich. Ach fuck, ich wollte vorher speichern. Was war das denn? Oh nein, wir haben irgendeinen Bug. Oh nein, wir haben irgendeinen Bug. Ah, das Ding ist von alleine reingefahren, als diese Zwischensequenz kam und jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich kann nicht aussteigen, ich kann nicht hupen, ich kann nicht mal mit meiner Maus woanders hinschauen. Hoffentlich kann ich noch speichern. Ach so, ich kann ja nur laden. Natürlich kann ich nicht speichern. Dafür müsste ich ja aufs Handy zugreifen können. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Wehe, es hat nicht gespeichert nach der FBI-Mission. Dann drehe ich jetzt durch. Nee, kein neues Spiel laden. Der Büroüberfall ist hoffentlich danach gewesen. Jetzt müssen wir halt nochmal dahin fahren, aber egal. Hallo, Xenia, Kriegerprinzessin. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, sieht so aus. Einwandfrei. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Einmal einen Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis morgen. Tschö, tschö.